Willkommen zurück zu Discworld für den PC mit Rincewind, dem Zauberer auf der Scheibenwelt, basierend auf den Terry Pratchett-Romanen. Beim letzten Mal waren wir außerhalb von Ankh-Morpork und haben uns ein wenig umgeschaut. Jetzt haben wir eigentlich immer noch Gebiete innerhalb der Mauer, ne? Wie zum Beispiel die Universität, die wir noch nicht wieder wirklich überprüft haben, seitdem Akt 3 begonnen hat. Also sollten wir das wohl mal wieder tun. Gehen wir als allererstes nochmal hinter die Uni, falls sich hier was getan haben sollte. Scheint sich aber tatsächlich nichts geändert zu haben. Okay. Ne, ich sehe zumindest nichts. Dann gehen wir in die Uni rein. Und überprüfen einfach die üblichen Gebiete mal wieder, ne? Wir waren noch gar nicht in der Bibliothek seit dem Aktwechsel. Gut, wir haben seit dem Aktwechsel noch nicht so viel gemacht, außer halt die Gebiete nochmal anzuschauen. Regale. Das funktioniert nicht! Ich hätte bis heute gerne diese Lampe. Ich weiß nicht, warum ich die nicht einfach nehmen darf. Ist nicht so, als wäre in diesem Abstellraum da noch irgendwas Interessantes, was ich mir wirklich angucken will. So, die Bibliothek. Können natürlich mit ihm gleich mal ganz kurz quatschen, gucken, ob er neue Themen hat. Ich bezweifle es aber. Können wir überhaupt noch... Ah! Schau mal, der blaue Kuttentyp ist weg und der L-Raum ist komplett weg. Dort lebte das Drachenbeschwörungsbuch. Ja, vor langer, langer Zeit. Gestern mal. Hey, Mr. Bibliothekar. Was mit dem L-Raum passiert? Warum können wir nicht mehr durch? Sagst du mir da was zu? Hallo, du alte Molluske. Was kannst du mir über den L-Raum erzählen? Ja, das können wir aber schon. Ja? Aha. Du meinst also der L-Raum... Okay, was ist mit dem Buch? Ist das immer noch das Drachenbuch? Entschuldige bitte. Hast du das Buch versteckt? Ja. Das ist tatsächlich immer noch der Dialog vom Anfang des Spiels. Das scheint eine gute Gelegenheit. Ja, dann gehen wir halt wieder. Der Bibliothekar scheint nicht weiter wichtig zu sein, ansonsten hätte er wohl kaum noch Dialogoptionen vom Beginn des Spiels. Die Küche ist ein regelmäßiger Hort neuer Items. Und es ist auch dieses Mal wieder ein Spachtel. Oh, ein Spachtel. Ich weiß zwar nicht, wie der hier hingespawnt wurde, weil kein Koch mehr da ist. Aber ein Spachtel. Wir müssen das Inventar langsam mal wieder größer machen, Truhe. Da wird langsam ein bisschen extrem, was du hier alles ansammelst. Ja, jetzt haben wir ein Spachtel. Das ist ja spachteltastisch. Okay, gehen wir wieder nach oben. Vielleicht sollten wir auch den Erzkanzler mal wieder besuchen. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr mit dem gequatscht, habe ich das Gefühl. Das ist nur der Dozent für alte Runen. Das kennen wir alles schon, so wie es ist. Nicht wahr, Windelpoons? Ein Mensch, warum? Es ist kein. Was ist geschehen? Nichts. Und jetzt glauben junge Burschen wie du, sie könnten einfach so hier hereinkommen? Ja. Das scheint mir eine. Hör auf zu labern, Windelpoons. Wir kennen den gesamten Dialog schon. Okay, hat sich tatsächlich nichts verändert, wie es aussieht. Außer es gibt neue Dialogoptionen, aber ich quatsche jetzt nicht extra mit jedem, das dauert eine Ewigkeit. Wenn wir Anlass dazu finden, dann werde ich mit den Leuten quatschen. Wie sieht's im Büro des Erzkanzlers aus? Vielleicht kann er uns ja mal ein bisschen weiterhelfen. Oh, das ist aber geflüchtet, der Mann. Hat aber seinen Hut vergessen. Sein Hut ist größer als meiner. Und spitzer. Dann nimm halt seinen Hut. Und setz ihn auf. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Ist doch nur ein Hut. Dieser Hut ist zweifellos eindrucksvoller als meiner. Hey! Huch, da ist was drin. Was? Er hat einen Hasen im Hut, kann ich den da rausnehmen? Das funktioniert nicht. Nope. Meine Güte, die Taschentücher und Kaninchen scheinen überhaupt kein Ende zu nehmen. Taschentücher? Kaninchen sehe ich, aber Taschentücher? Na gut, also da sind Taschentücher und Kaninchen im Hut. Wenn wir mal Taschentücher und Kaninchen brauchen, schätze ich. Ja, gut. Wie sieht's denn mit unserem eigenen Raum aus? Wir waren da seit Ewigkeit nicht mehr drin. Hat sich da irgendwann mal irgendwas getan oder ist es vollkommen unnütz hier, die Treppen wieder hochzugehen seit Akt 1? Seit wir Truhe da rausgeholt haben? Der Drache ist nicht mehr da. Reagiert doch jetzt nicht mehr da hinten. Na, ich sehe keinen Unterschied zu früher. Dann hauen wir ab. Aber ein schönes Zimmer haben wir da, Bremswind. Komm runter. Hier auf die richtigen Stellen zu klicken, um hier tatsächlich runterzugehen, ist auch eine Wissenschaft. Wissenschaft für sich. Okay, haben's geschafft. Ja, da gehen wir nicht so schnell wieder hoch. Macht nicht so viel Spaß, da runterzugehen. Wir verlassen die Universität, würde ich sagen.
Ich glaube, es ist egal, ob wir die Abkürzung in Anführungsstrichen durch die Bib nehmen oder ob wir einfach hier rausgehen. Macht jetzt entfernungstechnisch, glaube ich, keinen Unterschied. Hier nach vorne bremst wird nicht nach hinten. Auch wenn ich mir sicher bin, dass es auf der Walkmap für dich ein bisschen verwirrend sein mag. Okay, das war die unsichtbare Universität. Wir waren immer noch nicht wieder in den Schatten. Dann gehen wir doch mal in die Schatten rein. Hier scheinen sich auch so ein bisschen die Hotspots verändert zu haben. Da sind nämlich keine unheimlichen Schatten mehr, die ich anklicken könnte. Was passiert? Es passiert jedes Mal, das ist mir schon mal aufgefallen. Ich dachte erst, mein Computer spinnt oder so. Aber jedes Mal, wenn ich diese Screen Transition nach rechts nehme, dann teleportiert sich meine Maus aus dem Spielfenster raus. Das ist ganz merkwürdig. Das ist keine schwarze Farbe, sondern Asche. Ach, das hast du jetzt erst bemerkt. Wohin der Maurer gegangen sein mag. Naja, du hast ja sein Werkzeug genommen, also ist weg. Das funktioniert nicht. Haben wir... Naja, haben wir natürlich nicht. Haben wir dem Drachen gegeben. Können wir die Asche entfernen oder so? Haben wir was dafür? Ich meine, wir haben gerade einen Schaber bekommen. Das funktioniert auch noch wirklich, die Asche. Was? Dieses Spiel macht manchmal einfach keinen Sinn. Okay. Ja, dieser Ruß wirkt irgendwie vertraut. Warum gewinne ich einen derartigen Eindruck? Das ist Unfug und Schwachsinn und ich weiß auch nicht. Aber okay, da war Ruß an der Wand. Wirkt irgendwie vertraut, vielleicht war es unser eigener Abdruck. Ist Mr. Deep zu Hause? Wahrscheinlich nicht. Kiste. Ich brauche meine Kiste. Dass die Kiste nie rechtzeitig hier rüberkommt. Ich brauche meine BH-Leiter. Da ist er. Ja. Jetzt ist das Inventar langsam zu groß, um problemlos da wieder rauszukommen. Aha. Oh, ein Beutel mit Diebeswerkzeugen. Neue Dietriche für uns? Nimm doch den ganzen Beutel, Mann. Hm. Stumpf und ein wenig rostig. Diebeswerkzeuge sind ein Messer. Ist das ein Scherz? Cool. Dieses Messer ist scharf. Kapiert? Es ist scharf. Ja, das sagtest du gerade. Das ist keine gute Idee, einem Spieler in einem Point-and-Click-Adventure einen scharfen Gegenstand in die Hand zu geben. Die kombinieren es mit allem. Warum funktioniert das nicht? Oh, ein Beutel mit Diebeswerkzeugen. Es ist ein Beutel, nimm ihn mit. Wer weiß, wann wir mal einen Beutel brauchen, meine Güte. Vielleicht müssen wir da Portalpulver reinfüllen, um in die Unterwelt zu kommen oder sowas in der Richtung. Lass den Beutel nie einfach liegen. Au. Dieses Messer ist scharf. Ja, hast du gerade schon gesagt. Na gut, wie sieht's hier oben aus? Die sind wahrscheinlich sowieso alle am Ratzen. Ja, sind sie. Hallo. Kann ich aufwecken? Was bist du doch für ein Held? Was? Ein Held? Potzblitz! Wie locke ich einen Drachen an? An deiner Stelle würde ich einen Tarnanzug tragen. Das machen alle Helden. Ein Tarnanzug, großartig. Tatsächlich? Und was hat es mit einem Tarnanzug auf sich? Ich glaube, es geht dabei um Vermummung. Aber Mumm hast du ja genug. Bitte. Das war's jetzt? Muss sie uns nicht noch irgendwas mitteilen oder so? Ich habe das Gefühl, wir haben nicht alles erfahren. Was ist mit ihr? Ey, wach wieder auf. Was bist du doch für ein Held? Aha. Ein Held? An deiner Stelle würde... Dialoge. Das ist teilweise schwierig. Ich hätte auch eigentlich aufgeben können, nachdem ich eine von den dreien angeklickt habe und sagen können, ja, die haben am letzten Mal schon geschlafen, die schlafen dieses Mal noch, die reagieren nicht darauf, wenn ich sie anklicke. Aber wenn man ausgerechnet Sally anklickt, dann kriegt man eine Dialogoption über einen Tarnanzug. Das ist... schon ein bisschen Unfug, würde ich sagen. Nicht sicher, ob schwierig oder einfach nur noch weit hergeholt. Genauso wie mit dem Ruß von der Wand abkratzen, ist schon hart. Aber okay. Wir haben es ja irgendwie geschafft, ne? Gut. Dann, wo waren wir sonst noch nicht? Wir waren im Park noch nicht. Jetzt hier auch nichts geändert.
Wir waren in der Gasse, waren am Stall noch nicht wieder. Der Karrenbeutel ist weg. Der Esel steht da immer noch rum. Potzblitz! Macht einen recht angeschlagenen Eindruck. Können wir da Kleber draus machen oder so? Das funktioniert nicht. Der Schwanz von ihm reagierte doch immer, ne? Üppiges Haar an diesem Schwanz. Können wir dem ein bisschen Haar abschneiden? Wir haben doch jetzt einen scharfen Gegenstand. Das funktioniert nicht. Können wir einfach etwas von ihm abschneiden? Das funktioniert nicht. Wir haben jetzt einen scharfen Gegenstand. Von wegen, das funktioniert nicht. Probier doch erstmal aus. Ach, wir haben auch noch eine Schere. Stimmt ja. Das ist wahrscheinlich sinnvoller, ne? Können wir einfach für den Schwanz abschneiden. Fand er nicht so lustig. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Offensichtlich eine Option, aber er steht da nicht so drauf, wenn wir das einfach so machen. Können wir ihn vielleicht erst füttern? Das funktioniert nicht. Aber wir müssen ihn ja irgendwie ablenken. Was haben wir denn im Inventar, das uns helfen könnte? Ja, gut. Ich sehe jetzt nichts, was uns irgendwie helfen könnte, den Schwanz abzuschneiden. Gut, dann Stoßstange. Das Ding war vorher noch nicht frei, weil der Karren hier von dem Beutel verdeckt war. Wer wird, mag Drachen. Okay. Lady Käsedicks Sonnenscheinheim für einsame Drachen. Bitte was? Lady Käsedicks Sonnenheimschein. Willst du mich? Oh! Neue Map-Location. Wie nett. Ich kann's nicht lesen, weil zu viel Schlamm dran klebt. Ich hoffe jedenfalls, dass es Schlamm ist. okay. Eigentlich ein recht hübscher kleiner Karren. Ich denke, wir haben keinen Lappen oder sowas. Wir haben das Laken. Ob das funktioniert? Wahrscheinlich nicht, ne? Geh mal in die Stoßstange hier, Bremswind. Das funktioniert. Okay, komm ich gar nicht rein damit. Okay, dann nicht. Dann verschwinden wir wieder. Komm, Bremswind. Bewegung, Bewegung. Ja, wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Lady Käsedicks Drache. Boah, was ein Name. Okay, bevor wir da hingehen, gucken wir uns aber die alten Gebiete nochmal an, oder? Was fehlte uns noch? Wir waren... Waren wir schon wieder in der Scheune? Ich glaube nicht, ne? Seitdem der Drache im Palast rumfliegt. Oh, der ist hier? Ist nicht im Palast? Kann ich den Nagel So etwas nehmen? Sollten wir besser vermeiden. Okay. Scheint sich nichts wirklich verändert zu haben. Der Drache ist halt tatsächlich hier. Wahrscheinlich kann ich ihn auch hier zum Kampf herausfordern oder so. Wenn wir erstmal ein echter Held sind. Dann hätten wir noch die Wirtschaft. Ah, schau mal, da guck, die Tür ist jetzt offen. Also, permanent offen, wohlgemerkt. Nein, ich kann es nicht bewegen. Echt? Nein, ich... Ich kann die Tür nicht mehr zumachen. Wie fies. Ich schätze, das heißt, wir haben alles von der Tür. Irgendwas auf dem Bett. Nachttisch. Ne? Manchmal sind da so flache Objekte drauf, die man quasi nicht sieht. Hier haben wir auch immer noch nur die Seife. Flup. Die interagiert mit uns. Die ist bestimmt irgendwann mal für irgendwas nützlich. Aber jetzt momentan scheint sich hier nichts geändert zu haben. Okay. So viel dazu. Irgendwas hier rechts, hier war bis jetzt auch noch nie... Oh ja! Die... Ja, das habe ich gesehen, Bremswind. Du hast eindeutig mitten in diesem Ding da gestanden. War aber lustig. Können wir das nochmal machen? Nope. Scheint unglücklich gelaufen zu sein. Ein Wirt! Ah, eine Tätowierung. Ein Seemann, ein Mann, ein Hund! Oh. Ein sehr verdächtig wirkender Hund. Ist er verdächtig? Oh. Hier, Hündchen, liebes Hündchen! Hallo Wirt. Habe ich dich nicht schon mal gesehen? Mein Zwillingsbruder ist Wirt der geflickten Trommel. Hat nur eine nettere Stimme. Offenbar als du. Liegt bei euch gutes Aussehen in der Familie. Fies. Ein typisches Exemplar der Spezies Wirt. Cool. Gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Offenbar. Okay, hat den gleichen Dialog wieder. Ist das eine Puppe? Hast du von meinem Hund gehört? Vom Wunderhund Gaspard? Ach, trink eine Blasche Bier. Blasche Bier? Oh, mein Hund, mein wundervoller Hund. Ein blechtiger Hund, jawohl. Blechtig?
Möchtest du eine Blasche Bier? Pff. Ein seltsamer Gesichtsausdruck. Sehr hölzern. Hast du von meinem Hund... Ach. Oh, mein Hund, mein wundervoller Hund. Ein blechtiger Hund. Ja. Blechtig? Möchtest du eine Blasche Bier? Gott verdammt, kann er aufhören, so zu reden wie dieser komische Narr, der hat immer Blasche Bier gesagt. Es scheint von dem Hund zu kommen. Gruß dir, ehrenwerter Seefahrer. Gruß dir. Was willst du? Gib uns einen Kuss. Der Hund. Was? Ich wollte nicht... Der Herr Zauberer möchte eine Tracht Prügel. Wir haben ein Problem mit diesem Hund. Hilfe! Blasche Bier, Blasche Bier! Suchst du Ärger? Nein, nein, ich bin das nicht. Die Worte stammen von jemand anders. Warum polierst du ihm nicht die Fresse, du großes, tätowiertes Rindvieh? Was denn da fällt? Hilfe! Ach, Renz, man kriegt so oft einen auf den Deals in diesem Spiel, der arme Kerl. Hat jemand die Nummer des Eselkarns notiert? Zum Glück ist es eine Tätowierung. Als Muttermal wäre das Ding ein wenig zu auffällig. Nein, ich kann es nicht bewegen. Wäre aber lustig gewesen. Wir müssen den Hund ablenken. Haben wir Knochen oder sowas für ihn? Im Dinosaurier-Spielzeug kann ich ihn vielleicht mit einer Schlange beschäftigen. Das funktioniert nicht. Schade. Wäre lustig gewesen. Ich habe ein Sahnetörtchen. Vielleicht mag er uns dann. Das funktioniert nicht. Wäre aber lustig gewesen. Na gut. Ich schätze, uns fehlen hier noch Hinweise oder Items, um hier weiterzukommen. Wir kehren später zurück. Wir waren noch nicht im Palast, seitdem wir da den halben Palast gesprengt haben. Gehen wir doch mal zum Palast. Ach, ernsthaft. Hau ab! Wer? Ich? So langsam ist aber mal gut. Was haben wir denn, um reinzukommen? Ich habe keine Psychiatriker-Tintenflecken mehr. Können wir vielleicht einfach mal durch quatschen? Hört mal! Nein, wir hören nicht zu! Hört mal! Nein, wir hören nicht zu! Die reden noch nicht mal mit mir. Heißt das, wir kommen nicht rein? Was haben wir denn, was indizieren könnte, dass seine Frau fett ist? Oder dass eine der beiden Frauen fett oder hässlich ist? Banane? Die Frau sieht aus wie ein Affe? Das funktioniert nicht! Nicht? Das funktioniert nicht! Nein! Blutegel? Frau ist fett. Hier, braucht Blutegel. Das funktioniert nicht. Sicher? Das funktioniert nicht. Okay. Okay. Eine Tüte mit Blutegel. Kann mit... Oh. Ich doof. Blutegel, Frau fett und so. Ich habe mich nur gefragt... Worum geht's diesmal? Das funktioniert sogar. Uiuiui. Hör nicht hin! Nun, ich wollte nur wissen, ob du jetzt den Rest für die Saugbehandlung bezahlst. Für welche Saugbehandlung? Ich meine unser neues System für die Fettbeseitigung. Dein Freund hier hat eine Vorauszahlung geleistet für die Behandlung deiner Frau. Jetzt muss der Saldo beglichen werden. Du mieser Kleiner! Hör nicht auf ihn! Es ist alles gelogen, so wie vorher! Ja, ja, du hast recht. Danke, Kumpel. Nichts für ungut. Keine Sorge. Wir sind Freunde, wie vorher. Was? Die haben sich gefangen? Gut. Soll die Saugbehandlung nun stattfinden oder nicht? Oh ja. Ja, natürlich. Ganz offensichtlich habe ich es mit unterlegenen Intellekten zu tun, was in meinem Fall recht schwierig ist. Offensichtlich. Gut, wir kommen doch rein. Ich hab schon gedacht. Was ist hier drin los? Oh, ist das ein Lärm? Der Bursche hat sich angestellt, der Koch ist hier. Die Hühner von den Bauern sind jetzt erwachsen. Ja, jetzt kann ich erstmal hier nach hinten gehen. Oh, ist ja schrecklich. Blubberblasenbart ist ja noch immer da. Extra schaumig. Das funktioniert nicht. Ganz schön hartnäckig, unser Blubberblasenbart, das wir hier produziert haben. Hat sich nicht wirklich irgendwas getan. Das ist immer noch dieser Nagel, der ein bisschen auffällig ist. Aber zum Nehmen scheint es nichts zu geben. Ja, da müssen wir traurigerweise wohl in diesen Lärm hier raus. Oh, Moment, halt. Da ist was, da ist was, da ist was. Halt, ich hab's gesehen. Da war was. Lass mich wieder rein. Ist das eine Bürste oder was ist das? Ha! Eine aus echten Schweineborsten bestehende Bürste, mit der man sich den Rücken kratzen kann. Ja, damit.
cool. Zeit, den Rücken zu kratzen. Einer aus echten Schweinen? Ja, okay, das, was? Einer. Ja, das erinnert mich an meine Schulzeit. Das hattest du gerade eben nämlich schon mal gesagt. Okay. Raus aus der Tür. Ja, dann reden wir wohl mal in diesem Lärm mit den Leuten. Oh Gott, das kann ja nur herrlich werden. Sicher ein sehr beschäftigter Mann. Ich hab gehofft, der Sound bleibt vielleicht weg. Vielleicht ist der richtige Zeitpunkt, ihn zu stören. Mann. Ja, ich weiß, weil der Patrizia ist danke zurück. Das muss ich mir jetzt nicht mehr erklären. Das ist der Akt 3, meine Güte. Jetzt ist ein bisschen spät. Okay, so ungünstig das ja auch sein mag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mitten in diesem riesigen Baumlärm, wo man mich wahrscheinlich kaum verstehen kann. Gott, oh Gott. Bis dahin. See ya.